Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 26. Oktober 2017 mit der Nummer 1207. Cambridge. Die Farbenpracht von Schmetterlingen und Faunfedern gründet nicht nur auf Pigmenten, sondern auch auf Reflexionen an Nano- bis Mikrometerkleinen Strukturen auf der Oberfläche. Sogar Pflanzen nutzen dieses Kunststück, um ihre Blüten in blauen Farbtönen schillern zu lassen und damit Bienen anzulocken. Forscher analysierten die Ursache dafür, selbst etwas ungeordnete Nanostrukturen reichen, um einen sogenannten Halo zu erzeugen. Dieses Phänomen war bisher nicht bekannt, ist aber wesentlich für das Anlocken bestäubender Insekten verantwortlich. Neuropeptid-Anticancer. Das ist existenziell. Munzert hat sehr viel und sehr früh etwas dagegen unternommen. Die Folgen sind jedem bekannt. Mir ergeht es nicht anders. Jeder, der sich gegen diese Verbrecher stellt, wird zur Zielscheibe, egal mit welchen Waffen, egal mit welchen Mitteln, Mord inbegriffen. Mehrere Male durfte ich es überleben, aber nur dank meines Schöpfers als Leihgabe für euch. Das Geschehen ist nur Ausdruck einer stark zunehmenden Verkommenheit der Gesellschaft und die Negierung der wahren Ursachen dieser Steigerung durch Tumorkrankheiten, auch gerade bei Frauen. Das sind keine Einzelfälle, sondern eine rein profitorientierte Herangehensweise der Gesundheitsindustrie, die allen Forschungen und der Realität entgegenwirken, ja leichtsinnig bestehende exzellente Heilungsmethoden negieren, weil sie den Konzernen nicht in den Kram passen. Obendrein werden hervorragende Therapien, die gegen die Ursachen dieser nicht einzelnen Erscheinungsformen angewandt werden könnten. Jedoch massiv von der Gesundheitsmafia im Keime zerstört werden. Das sind zum Beispiel die Anwendungen der Erkenntnisse der körpereigenen Immunabwehr und die Anwendung und Behebung oder der Behebung von Falschinformationen der Zellteilung. Letzteres ein ganz heikles Thema, weil es extrem die Kommunikationsindustrie, die Medien und Energie und die Digitalisierung der Lebensräume betrifft. Der Mensch ist ein elektrisches Wesen. Alle Gene sitzen in der sogenannten, was eigentlich irre ist, DNA, Müll-DNA, und der macht 90% aus. Darin sind alle Genschalter, die einzig und allein durch EMF-Impulse ein- und ausgeschalten werden. Genau mitdenken. Wer also fördert die Falschinformationen, die extrem zunehmenden Falschinformationen an den Organismus, die Zellsysteme und damit die endokrinologischen Systeme, also die Drüsensysteme? Harp, Smart und Digitalisierung der Lebensräume. Wer steuert also die zunehmenden Krankheitsverläufe, sogar mit Todesfolge? Jeder, der sich gegen diese Verbrecher stellt, wird zur Zielscheibe, egal mit welchen Waffen, egal mit welchen Mitteln. Mord, wie gesagt, inbegriffen. Ölkonzernproblematik. Die Bilanzen der weltweit größten Ölkonzerne sind in Schieflage. Sie kämpfen mit höheren Kosten, fallenden Profiten und extrem stark ansteigenden langfristigen Schulden. Vor allem zeigt die Entwicklung auch auf, die Zeit der mächtigen, finanzstarken Ölindustrie ist vorbei. Über kurz oder lang muss das ganze System zusammenbrechen. Selbst bei hohen Ölpreisen werden faktisch keine Gewinne mehr gemacht. Die Ölindustrie ist auf dem absteigenden Ast und die steigenden Schulden samt wachsender Zinskosten werden ihnen selbst bei wieder anziehenden Preisen einfach über den Kopf wachsen. Washington Steuerreform Hindernisse. Bekanntlich liefert sich Trump derzeit eine Fehde mit seinem Parteifreund Corker. Dazu erklärte gestern der republikanische Senator Flake, dass Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen, den USA schweren Schaden zufüge. Trump hat eine Rebellion innerhalb der Partei angezettelt, nun rebellieren Teile der Partei gegen ihn. Wohl aufgrund dieser Konstellation hat ein namentlich nicht genannter Berater vom Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, McConnell, davor gewarnt, dass die Steuerreform derzeit wenig Aussicht habe, durch den Senat zu kommen. Kalifornien brennende Energiewaffen.
Zahlreiche postapokalyptische Bilder und Videos erreichen uns aus Santa Rosa und den Regionen im nördlichen Kalifornien, die von einer Feuertragödie und Waldbränden ungeheuerlichen Ausmaßes betroffen sind. Allerdings liefert die Art der Waldbrände auch zahlreiche und deutliche Hinweise darauf, dass der tiefe Staat und der militärisch-industrielle Komplex oder kriminelle Komplex besser gesagt hierbei nachgeholfen haben. Auch Musiker und Autor ODD stellt die Frage, ob die VSA bei den Waldbränden eine neue Generation von Waffen eingesetzt haben. Washington, Russland, Sanktionen. Der VS-Kongress hätte Präsident Trump ein neues Sanktionsgesetz vorgelegt, das er nur widerwillig unterschrieb. Nun zögert seine Regierung die Umsetzung hinaus, berichtete Zeit Online. Die erste Deadline für die Umsetzung der Russland-Sanktionen ist am 1. Oktober abgelaufen. Kuba, VSA. Auf Beschluss des neuen Chefs des Weißen Hauses widersetzen sich die VSA nun den Forderungen nach Aufhebung der Blockade, wie sie in den Vereinten Nationen und anderen internationalen Foren erhoben werden, in einer offenen Herausforderung der Haltung der überwältigenden Mehrheit der internationalen Gemeinschaft, der öffentlichen Meinung und der breiter Sektoren der VS-Gesellschaft. Caracas, Venezuela. Im Ringen um die Macht hat sich die verfassungsgebende Versammlung ein weiteres Mal gegen Versuche der Opposition durchgesetzt, ihre Bedeutung in Frage zu stellen. Am Montag legten 4 gewählte Gouverneure, die in Opposition zur Regierung von Präsident Maduro stehen, ihren Amtseid vor der Präsidentin der Constituyente Rodríguez ab. Sie hatten sich zunächst geweigert. Syrien, IS, Moskau. 2 Jahre nach dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in Syrien konnte die Finanzierung der IS-Terroristen durch das Ölgeschäft fast völlig gestoppt werden, teilte der russische Verteidigungsminister Shoigu jetzt bei einer Sitzung der Verteidigungsminister des Verbandes südostasiatischer Nationen und ihrer Partner mit. Teheran, Iran. Der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte, Khamenei, sagte, dass die Verteidigungsmacht Irans und die defensiven Verteidigungsmittel des Landes nicht verhandelbar seien oder um sie gefälscht werden könne. Khamenei betonte die Entschlossenheit des Landes, seine Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, trotz der feindlichen Versuche, die Nation zu schwächen. Istanbul, Türkei. Gestern begann in Istanbul der Prozess gegen 10 Menschenrechtsaktivisten. Ihnen werden terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Für ihre mutmaßliche Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation und die Unterstützung dieser droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Beijing, China. Laut dem Bericht auf dem 19. Parteitag der KP Chinas ist der Sozialismus chinesischer Prägung in ein neues Zeitalter eingetreten. Bezüglich der Entwicklungsorientierung des Staats wird darin zum ersten Mal vom Aufbau des modernen Wirtschaftssystems gesprochen. Im Bericht heißt es, die Entwicklung müsse schwerpunktmäßig in 6 Aufgabenfeldern vorangetrieben werden. Vietnam, VS-Bomben. Nach Angaben der Vereinten Nationen starben in Vietnam seit Ende des Krieges rund 104.000 Menschen durch Bomben oder Landminen. Noch immer werden jährlich etwa 1.500 Menschen bei der Explosion im Krieg nicht gezündeter Bomben getötet. Moskau, Beijing. Russland ist als Transitkorridor zwischen Europa und Asien fester Bestandteil der neuen Seidenstraße. Mit dem Schwenk nach Osten im Zuge der Ukraine-Krise nähern sich Russland und China strategisch an. Das Land beteiligt sich nicht an den Wirtschaftssanktionen und liefert Russland dringend benötigte Güter. Großprojekte im Energiesektor weisen auf eine langfristige Partnerschaft hin. Doch Chinas Engagement zielt auf den Export und nicht auf die Lokalisierung der Produktion. Russland, VSA. In diesem Jahr hat das VS-Militär bereits über 100 Aufklärungsflüge über dem Schwarzen Meer in Nähe der russischen Grenze durchgeführt. Die Einsätze konzentrierten sich häufig auf die nähere Umgebung der Halbinsel Krim. Die Flüge wurden von NATO-Militärbasen in Italien und Griechenland gestartet, erklärte der russische Generalleutnant Sevostjanov gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Russland, IS.
Die IS-Terrormiliz hat Russland ein weiteres Mal mit einem Terroranschlag bei der Fußball-WM 2018 gedroht. Die IS-Terrormiliz veröffentlichte auch ein Bild vom FC Barcelona-Star Messi, das ihn hinter Gittern zeigt mit einem blutenden linken Auge. Zuvor hatte der IS schon durch sein Sprachrohr Amak einen Terroranschlag auf die Weltmeisterschaft 2018 angekündigt. Kiew Medienfreiheit. Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit Desir verurteilte die körperlichen Angriffe von Polizeibeamten auf drei Journalisten, die vorgestern in Kiew und in außerhalb eines Gerichtsgebäudes Proteste dokumentierten. Journalisten müssen während ihrer Arbeit geschützt und nicht geschlagen und inhaftiert werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Innenministerium öffentlich seine Absicht erklärt hat, den Vorfall umfassend zu untersuchen, was ich weiterhin beobachten werde. NATO-Russland. Die NATO ist laut dem Chef des NATO-Militärausschusses Pavel für eine Wiederherstellung der Zusammenarbeit mit Russland nicht bereit. Schon klar. Wir sagen unseren russischen Partnern, dass wir für einen Dialog offen sind, nicht aber für eine Wiederherstellung der Zusammenarbeit. Dann brauchen wir auch, glaube ich, keinen Dialog, weil die Bedingungen dafür noch nicht reif sind, so Pavel gegenüber der Presse. Brüssel-Straßburg-Brutstätte. Die EU in Brüssel scheint offenbar ein wirklich ekelhafter Saustall zu sein. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Europäische Parlament eine Brutstätte sexueller Belästigung ist, in der es hochrangige Abgeordnete gibt, die sich fühlen, als wenn sie mit jungen Frauen tun können, was immer sie wollen. Italien-Mittelmeer-Schlepperdienste. Die italienische Polizei hat das NGO-Schiff Fos Hestia im Hafen von Catania durchsucht. Daraufhin erklärte die NGO Save the Children ihren Einsatz im Mittelmeer für beendet. Weiters bestritt die Organisation alle Vorwürfe, wonach Teile der Crew die illegale Migration begünstigt hätten. Wien-Favoriten-Asylkriminelle. Betten und ganze Küchenzeilen gestohlen, die Wände beschmiert. In nur 17 Monaten sorgten Asylwerber in ihrem Quartier im Hotel Bianca in Wien Favoriten für 32.000 Euro Sachschaden. Der Fonds Soziales Wien finanzierte die Unterbringung der 90 Personen mit 2 Millionen Euro und wird jetzt vom Betreiber Steuergeld zurückfordern. Hamburg-Kindsmörder. Nach dem Mord an einem zweijährigen alten Mädchen in Hamburg sind weitere Details zum mutmaßlichen Täter und Vater bekannt geworden. Demnach hätte der 33 Jahre alte Pakistaner längst abgeschoben werden sollen, berichtete die Welt. Auch dem Jugendamt war der mutmaßliche Täter bekannt. Im Juli 2016 hatte eine Kinderärztin dem Jugendamt gemeldet, in der Familie gäbe es häusliche Gewalt. Deutschland Asylkriminelle Illegale. Dass der ungehemmte Zuzug außereuropäischer Personen kein alternativloses Faktum darstellt, sondern von gewissen Kreisen gewollt und gefördert wird, ist anhand unzähliger Beispiele leicht nachzuweisen. Bedauerlicherweise sind unter den gewünschten Neuankömmlingen auch offensichtlich kriminelle Elemente. Auch hier macht man keinerlei Anstrengungen, zumindest diese Leute rasch wieder loszuwerden. Halle Linksterror. Der rote Terror hat seit gestern Abend wahnsinnige Ausmaße angenommen. Über 100 Pflastersteine, brennende Mülltonnen, zerstörte Autos, Buttersäure und erneut der Einsatz von mit Farbe gefüllten Feuerlöschern. Das ist die Reaktion der bundesdeutschen Zivilgesellschaft auf ein friedliches, patriotisches Hausprojekt von 1% in Halle an der Saale. Berlin-Bundestag-Grundgesetzverletzung. Obwohl das Grundgesetz dem Parlament die Einsetzung einer Geschäftsordnung und von 6 Ausschüssen diktiert, verweigert dies der Bundestag bei seiner konstituierenden Sitzung. Stattdessen versucht die immer noch geschäftsführende Regierung aus SPD, CDU und CSU in neuer Staatspraxis abermals, wie in 2013 schon, die Installation eines dem Grundgesetz unbekannten Hauptausschusses, einer Art Politbüro. Tja, wo sind wir hier bloß hingeraten? Die gute Nachricht. Wie kann heute angesichts der globalen
des globalen Supermarktes eine bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft erhalten bleiben, die gesunde, frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und Kulturlandschaft pflegt. Bei solidarischer Landwirtschaft werden die Lebensmittel nicht mehr über den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Teilnehmern mitorganisiert und finanziert wird. Als solidarische Landwirtschaft, Solawi, auch Gemeinschaftshof oder Landwirtschaftsgemeinschaft, Versorgungsgemeinschaft, wird eine Form der Vertragslandwirtschaft bezeichnet, bei der eine Gruppe von Verbrauchern auf lokaler Ebene mit einem Partnerlandwirt kooperiert. So sollte es eigentlich sein und so war es früher auch. Aber da profitiert ja nicht noch, oder profitieren nicht noch die Nächsthörer davon. Und die zweite gute Nachricht, falls du erschöpft oder jeden Abend kaputt bist, wodurch verlierst du deine Kraft? Natürlicherweise empfangen wir unendlich viel Energie aus dem Kosmos und aus Mutter Erde über das Licht der Sonne, das Essen und Trinken, über die Gemeinschaft mit anderen Menschen und über ausreichenden und guten, gesunden Schlaf. Wer mit Liebe zu sich, zum Leben und zu anderen durch die Welt geht, empfängt mehr Energie als andere. Der liebende Mensch ist in der Lage, Energie aus seinem eigenen Herzen zu empfangen und sich selbst zu schenken. Denn unser Herz ist ein Liebesgenerator, es kann und will Liebe erzeugen. Liebe erzeugt Energie und Lebenskraft. Und wer Liebe verschenkt, der vermehrt sie. Wer sich jedoch für andere aufopfert, Angst hat, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen, nicht Nein sagen kann und sich nicht selbst liebevoll wie eine beste Freundin oder einen besten Freund behandelt, wer nicht regelmäßig zur Ruhe kommt, in die Stille geht und in der Natur einfach genießt, der verliert mehr und mehr Energie. Der darf sich nicht über chronische Müdigkeit, Erschöpfung oder gar Burnout wundern. Und das war's wieder mal für heute. Heute Nachmittag hat man vermeldet, dass es am Wochenende wohl zu heftigen Regenfällen kommen soll, mitunter in höheren Berglagen auch Schnee. Also alle, die jetzt unterwegs sind oder reisen wollen, morgen zum Honigmann-Treffen, seid das schon mal gesagt, Winterreifen aufziehen. So, und damit verbleibe ich für heute, wie immer, mit vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße an alle. Ciao.